Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über 2017 sprechen. 2017 beendet einen Vierjahreszyklus nach 2012, in dem wir in die neue Zeit eingetreten sind. 2012 im Dezember endete die Welt, wie wir sie kennen, nicht in einem Crash, wie viele befürchtet haben, aber in einem Ende unserer Ketten, in unserem Getrenntsein von Gott, am Ende von dem, was uns von uns selber zurückhält. Das ist ungewohnt bis heute. Wir haben lange gebraucht, um diesen Schmerz der verlorenen Sicherheit aus engen Grenzen zu überwinden. Und wir haben eine Zeit gebraucht, zu sagen, ja, Agni Yuga, das goldene Zeitalter, hat vielleicht doch etwas, was positiv ist und nicht nur Verlust von Altem. Jetzt beginnt im Frühjahr 2017 ein neuer Schöpfungszyklus. Ein Zyklus, der über 12 Jahre laufen wird. Und das erste Jahr 2017 könnten wir Geschwindigkeit nennen. Unsere Geschwindigkeit nimmt zu. Das merken wir nicht nur darin, dass wir vielleicht ein schnelleres Auto kaufen, ein schnelleres Boot oder einen schnelleren Jet, sondern daran, dass wir unsere Bremsen verlieren. Wir werden ungebremst in unser neues Schöpfungspotenzial eintauchen. Das bedeutet, dass was wir bisher immer benutzt haben, um unsere Welt zu definieren, nämlich ich weiß nicht, was ich will, ich kann nicht, die Abgrenzung über negativer, die verliert einfach an Kraft. Wir brauchen nichts weiter dazu tun, es geht ziemlich von alleine. Negativ-Affirmationen tun es nicht mehr. Damit nehmen gleichzeitig unsere positiven Aspekte zu. Ich kann, ich will, ich tue, ich schöpfe, ich mache meine neue Welt. Das wird so spannend werden, dass wir merken, dass wir so viel schneller an das kommen, wo wir so lange dafür gerudert haben, es durch unsere Negativaspekte auszubremsen. Vieles haben wir schon geplant, vieles haben wir schon lange auf unserem Bildschirm gehabt, aber es gab immer viele weder, entweder und abers und aber nicht oder doch nicht oder vielleicht doch oder nicht doch und so weiter. Ausreden, Ausreden, Ausreden. Der Verlust der alten Sicherheit hat die Ausreden als letzten Zufluchtshafen gefunden. Das ist glücklicherweise vorbei. Wir werden verschiedene Highlights haben, nämlich im März der Aufnahme von Geschwindigkeit. Im Juni merken wir, wie vollständig wir schon in unsere Schöpfung eingetreten sind. Viel vollständiger, als wir es nach dieser kurzen Zeit überhaupt erwartet haben. Und im Herbst blicken wir zurück auf ein erfolgreiches halbes Jahr, was uns neue Perspektiven eröffnet. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Gemeinschaft, für unsere Erde, für unser komplettes System, das im Agni Yuga einen neuen langen Schöpfungszyklus des Glücklichseins beginnen will. In diesem Sinne, verabschiedet, das geht nicht, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das kann ich nicht und begrüßt eure neue Geschwindigkeit. Seid glücklich, seid Liebe, seid Licht. In diesem Sinne freuen wir uns auf einen gemeinsamen neuen 12-Jahres-Zyklus und auf ein wunderbares, überraschendes 2017. Bis bald.